warum Plattformstrategien ein sehr interessantes Modell sein können für Private Equity Investoren. Darüber spreche ich jetzt mit Norbert Eisenberg. Er ist Managing Partner bei Boyden Interim Management GmbH und den Talk sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Plattformstrategien als Chance für Private Equity Investoren. Damit beschäftigt er sich sehr intensiv. Norbert Eisenberg, herzlich willkommen. Toll, dass Sie heute beim Expertentalk dabei sind. Sie sind Managing Partner bei Boyden Germany und jetzt verraten Sie uns doch mal, was genau verbirgt sich hinter der Plattformstrategie? Ja, mit Plattformstrategien assoziieren viele ja zunächst mal technische Plattformen, so wie wir sie von den Digitalunternehmen, aber auch aus dem Automobilbereich kennen. Ich meine hier Plattformstrategien für Private Equity Investoren, die typischerweise darauf abzielen, dass man durch die Addition von Portfoliounternehmen in einem Cluster Wertschöpfung, Wertsteigerung im Portfolio generiert, die man mit dem Einzelinvestment so nicht generiert hätte. Zwei grundsätzliche Strategien kann man dabei unterscheiden. Das eine ist, ich nehme ein Portfoliounternehmen, was ich im Besitz habe, und gucke, dass ich synergetisch dazu passende Investments bekomme, die ich dann sofort integriere, also das bestehende Portfoliounternehmen als aufnehmendes, als integrierendes Unternehmen betrachte und realisiere. Die andere Möglichkeit ist, dass ich sozusagen auf der Private Equity Investorenseite mir eine Subplattform schaffe, wo ich benachbarte Unternehmen kaufe, Unternehmen gleicher Branche, Unternehmen, die zueinander passen, aber selber zunächst mal als Private Equity Investor dort in der Shareholder-Rolle bin. Beide Strategien haben Gemeinsamkeiten, haben aber auch Unterschiede. Die Strategie, Portfoliounternehmen zunächst mal ins eigene Portfolio, Subportfolio zu nehmen, lässt sich in der Regel schneller realisieren, ist in gewisser Weise ungefährlicher, weil man die Risiken der Post-Merger-Integration nicht sofort hat, auch die Chance hat, sich die Unternehmen etwas genauer anzugucken. Sie ist auf der anderen Seite langsamer und man kommt nicht sofort in die unmittelbare Umsetzung von Synergiepotenzial. Die vorherrschende Strategie ist die Buy-and-Build-Strategie, aber auch die andere Strategie ist durchaus legitim. Also in die beiden Richtungen schaue ich, wenn im Folgenden, glaube ich, wird man vieles gemeinsam behandeln für beide Strategien, die hier eine Anwendung finden können. Sie haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber können Sie es noch ein bisschen konkretisieren? Welche Portfoliounternehmen eignen sich denn besonders gut für die Plattformstrategien? Also es müssen Unternehmen sein, die bei denen sich ein Synergiepotenzial anbietet. Das können Unternehmen sein, die, mit denen man die Position in existierenden Märkten verstärkt. Ich sehe solche Bewegungen zurzeit zum Beispiel sehr stark im Gesundheitsbereich, aber auch durchaus in anderen Bereichen. Das sind oft auch Märkte, die nach einer Konsolidierung rufen. Hat man in der Vergangenheit schon viel gesehen, gerade im Retail-Bereich, im Dienstleistungsbereich, wo man einfach Dinge zusammenführt mit in Branchen, die Konsolidierungspotenzial haben. Es sind Unternehmen, bei denen man durch eine Veränderung der Wertschöpfungsstruktur der Technologie zu anderen und für die Kunden wertigeren Angeboten kommt, also beispielsweise im Automobilbereich vom Komponentenanbieter zum weniger austauschbaren und wertvolleren Systemanbieter wird. Es können auch Bereiche sein von sehr gut skalierbaren Geschäftsmodellen, wo man sehr schnell im Wachstum sein muss, um nicht nach hinten durchgereicht zu werden, wo man dann sagt, externes Wachstum ist besser und geht schneller als wenn man das alles organisch probiert. Es können Unternehmen sein, wo man sagt, wir haben eine starke Präsenz in einem regionalen, nationalen Markt, wollen aber schnell internationalisieren. Das sind so im Wesentlichen die Ansatzpunkte, die dort zu sehen sind. Dazu kommt eben das Thema Kostenaspekt. Wo kann ich Economies of Scale realisieren durch die Realisierung solcher Strategien? Das heißt also, es gibt unterschiedliche Ziele eigentlich, die man verfolgt, wenn man diese Plattformstrategie anwendet.
Deshalb muss man sich auch sehr genau angucken, was habe ich da eigentlich als Basis, um zu gucken, was kann ich da draufsetzen. Und ich meine, ich muss heute, glaube ich, dem Private Equity Hörer keinen großen Vortrag zu der Sinnhaftigkeit solcher Strategien an sich halten. Das Problem eigentlich ist in der Umsetzung, dass da manchmal ein bisschen zu viel Optimismus ist, was man wie realisieren kann. Und man dann auf die Hürden kommt, wenn man einmal da unterwegs ist. Das heißt also, auch wenn Sie diese Strategien anwenden, muss man immer abwägen, ob es dann auch tatsächlich bedeutet, man hat eine Erweiterung des Produktportfolios oder des Leistungsportfolios. Das ist nicht zwangsläufig das Ziel, oder? Man muss sich die Leistungsprozesse angucken und wirklich genau angucken, ob die Vorstellungen, die man hat, wirklich so tragen. Also wenn ich eine international verteilten Production Footprint habe und sage, ich will Standorte spezialisieren, mal hingucken, geht das eigentlich tatsächlich, wenn es geht, in welchen Zeiträumen geht das? Auch das, die Frage Readiness, wenn ich eine Buy-and-Build-Strategie fahre, nicht jedes mittelständische Unternehmen, was vielleicht bis vor dem Erwerb durch einen Private Equity Investor ein Familienunternehmen war, ist von der Managementstruktur her bereit dazu, ein anderes Unternehmen zu integrieren. Dann muss ich gucken, wie kann ich dann diese Bereitschaft schaffen, dass das auch tatsächlich funktioniert und nicht zum Rohrkrepierer wird. Das ist eine Situation, wo wir dann oft helfen und einfach, ich sag mal, die erfahrene Lotsen, die sich mit solchen Situationen auskennen, in Unternehmen hineinbringen, die dann helfen, solche Prozesse auch tatsächlich zu gestalten. Ich muss auch gucken, wie sind die Unternehmen, wenn ich jetzt beispielsweise Wettbewerber habe, wie sind die in der Vergangenheit zueinander gewesen? Also wir haben einen Fall gehabt, da sind zwei Portfolio oder ein Unternehmen gab es, eins sollte integriert werden. Das war bis jetzt der schärfste Wettbewerber. Da waren sich alle irgendwo ziemlich fein. Das ist nicht immer bei Wettbewerbern so, kann aber so sein. Das hat zu extremen Verwerfungen geführt, auch dazu, dass Leistungsträger die Unternehmen verließen oder verlassen wollten, weil nach dem Motto mit denen niemals. Und das hat dann einen sehr intensiven Prozess gebraucht, den Menschen in den Unternehmen beizubringen, dass das Leben ohne Feinde zu sein vielleicht für alle viel erfreulicher sein kann. Aber da muss man dann sehr intensiv dran arbeiten. Aber das sind Dinge, die muss man sich vorher gut angucken. Ich muss wirklich wissen, auf was lasse ich mich dort ein, um zu wissen, kann das wirklich funktionieren. Also das heißt, das sind schon echt sehr besondere Herausforderungen, die sich da auch stellen, was Sie gerade schon angedeutet haben. Auch wie kann man das Neue mit dem Alten sozusagen integrieren und harmonisch miteinander verbinden? Also es wird ja selten so viel Wert vernichtet wie in der Post-Acquisition-Phase. Und die Fehler, die man dort aufzählen kann, sind mannigfach. Die Beispiele auch von groß bis klein sind mannigfach. Und die Probleme werden in aller Regel unterschätzt. Eine Frage, die ich mir noch stelle, ist, wie finden bzw. suchen Sie denn, damit Sie den richtigen Partner mit dem anderen matchen können? Also wie funktioniert dieser Prozess bei Ihnen? Naja, also wir sind ja kein M&A-Berater. Also das heißt, wenn wir Empfehlungen geben, wer passen könnte, sind das eher Zufallsprodukte. Machen wir gerne, aber stellen wir auch keine extra Rechnung dafür. Das ist mehr eine Dienstleistung nebenbei für unsere Private Equity Klienten. Aber da können wir keine systematische Arbeit versprechen. Ich meine, die Wege, wie man zu Ideen kommt, einmal ist das existierende Portfoliounternehmen oft schon eine Basis. Zweitens kann man systematischen Research beauftragen. Da gibt es auch Beratungsfirmen, da gibt es universitäre Einheiten. Man hat im Zweifel selber auch eine Research-Abteilung. Wenn man eine größere Private-Equity-Firma hat, dann ist man schon in der Lage, da auch mal einen systematischen Research zu machen, wer in Frage käme. Manche Dinge werden auch auf den Markt gebracht. Aber sehr oft kommen einfach die Hinweise aus dem Unternehmen, was man schon hat, wer dazu passen könnte. Und also insofern geht es nicht so so, glaube ich, ist die Hauptproblematik nicht so sehr, wer könnte denn da überhaupt auf der Zielliste erscheinen, sondern dann der nächste Schritt, wie komme ich an diese Unternehmen ran? Da brauche ich dann vielleicht tatsächlich den M&A-Berater, da muss ich gucken, wie ich auf anderem Weg vielleicht den Zugang finde. Aber das sind ja Themen, die Private Equity Investoren ja auch aus anderen Situationen kennen und mit denen sie vertraut sind, wenn sie sagen, da ist ein
da ist irgendwo ein attraktives Target da. Herr Eisenberg, wenn Sie es nochmal in 3 Sätzen zusammenfassen, worin sehen Sie eine Chance für Private Equity Investoren bei Plattformstrategien? Also das eine ist sicherlich einfach ein Maß an Wertsteigerung im Portfolio zu erzielen, das aus der reinen organischen Entwicklung eines Unternehmens so nicht möglich wäre. Ein Unternehmen kann dadurch viel attraktiver werden, dass es, wie eingangs gesagt, einfach diese Synergien nutzen kann. Das zweite ist, ich denke, ich kann auch als Investor attraktiver werden für mögliche Portfoliounternehmen, weil deren Besitzer sagen, ja, das ist ein Private Equity Investor, der kennt sich in dem Bereich aus, da kommt das in einen Hafen, da kennt man sich mit unserem Geschäft aus. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist, man wird wahrscheinlich auch gegenüber Investoren in die eigenen Fonds attraktiver, weil die halt natürlich sehen, da gibt es eine klare Strategie, da gibt es einen Fokus und wir wissen besser, worauf wir uns dort einlassen und auf einen Weg, der einfach ein hohes Potenzial hat. Norbert Eisenberg, Managing Partner bei Boyden Germany. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick in die Plattformstrategie und welche Chancen das bietet für Private Equity Investoren. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute beim Expertentalk dabei waren. Frau von Massenbach, ich danke Ihnen für das Gespräch.